optional auch zwei Begleiter dabei. Ziel ist es aber eigentlich nur, ihn wegzuhauen. Ne? Man darf aber nicht vergessen, der Bengel ist stark. Der trägt ja so ein Doppel-Schotel. Ne? Das geht dann immer sehr schön durchs Schild. Was er auch gerne macht, oder beziehungsweise seine Begleiter sind halt so drauf. Das eine ist, glaube ich, ein Magier. So ein bisschen in Richtung, wie kann man jetzt sagen, so ein bisschen Zauber. Also, keine Ahnung, Seelenspeer und was Geier, was da alles gibt. Ne? Muss man halt versuchen, also entweder man macht die direkt platt, ne? Also konzentriert sich auf die und versucht die halt wirklich wegzuhauen, oder man geht halt her und konzentriert sich nur auf Lautrec, ja, und versucht halt ihn irgendwie sofort unter Druck zu setzen, in die Enge zu treiben und ihm halt Stress zu geben. Ne? Da kann es aber auch durchaus sein, dass das Casten des Balls viel zu lange dauert. Deswegen ist vielleicht die große Verbrennung einfach das angebrachtere Mittel. Ich gebe zu, ich hab diese Quest einmal gemacht in meinem Leben. Also das ist das zweite Mal. Ich habe sie sonst nie gemacht. Ich habe den Kerl einfach immer am Feuerbannschrein einfach gekillt, ja, weil mir einfach die Items, die er liefert, einfach viel wichtiger waren. Ja. Boah, Schwein gehabt. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt hier reinkommen. Ich hoffe nicht. Also durchs Tor würden sie ja passen, ne? Oder? Solche Beine rein. Ich verstecke mich einfach hier. Ihr seht mich nicht. Sind sie wieder raus? Nee, ich stehe jetzt da blöd rum. Die scheinen schon so ein bisschen dem. Ja? Also es funktioniert. Also einfach in die Ecke. Sind sie weg? Sehr gut. Okay, aber die Jungs hier drinnen, die müssen wir halt wieder machen, leider Gottes. Ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Um das Gebiet hier auch sauber zu haben für Lordrek, beziehungsweise es ist ja eine andere Welt, in die wir reingehen. Das heißt, ich probiere es einfach mal, ob man von hier aus bei ihnen reingehen kann. Probieren wir es. Geht. Verrückt. Mit relativ wenig Stress zu Lordrek. Ja. Alles ist aber cool, da holen wir uns die Seele zurück. Ja, da können wir auch wieder am Feuerbannschrein die Flamme entfachen. So, da haben wir es. Ne? Also wir sind quasi so ein Rächer. Ja. Im Prinzip dieser klassische Dark Moon. Ne? So sieht ein Dark Moon aus letztendlich, wenn er andere Welten infiltriert. So, da vorne haben wir die Gegner. Es sind, wie gesagt, drei an der Zahl. Man kann so ein bisschen kiten, ja, kann man versuchen. Man kann immer versuchen, ein bisschen Feuer zu casten. Probieren wir einfach mal, ob wir da Glück mit haben. Okay. Falls nicht, stellen wir halt hier. Lordrek ist der Bengelein in der Mitte, ne? Der Rest ist hier. Also die anderen zwei sind wirklich optional. Müssen nicht gemacht werden, ne? Aber gucken wir mal, ob wir schon einen anwählen können. Den da. Jetzt wäre natürlich interessant, ob ich den vielleicht sogar pullen könnte. Vielleicht mit dem Feuerball? Kommt er so weit? Noch reagiert er nicht. Okay. Oh ja, Vorsicht vor dem Scheiß. Ne? Das Schlimme ist, man kann sich ja hier auch nicht heilen. Ne? Also da geht gar nichts. Ne? Das heißt, im Endeffekt ist man wirklich vielleicht, ist es wirklich vielleicht am ratsamsten, Lordrek einfach wegzuholzen. Und die anderen einfach auf Distanz halten. Also jetzt vielleicht mal ein bisschen weg. Oh! Ohne Heal zu Lordrek. Ja, fantastisch vorbereitet. Ja, so ein paar Menschlichkeit wäre natürlich gar nicht so schlecht hier, ne? Egal, den packen wir jetzt. Ja, den kommen wir jetzt bei, einfach mit Verbrennung. Da
Da machst du den einfach in 0, nix, machst du den weg. Ach nein, das ist ja das Geile auch noch, ja. Stimmt ja. Ach, ich habe ja echt einiges vergessen. Ja, die Seelen verliert man nicht. Es wäre ja, klar, es wäre auch bescheuert, ja. Das, wie gesagt, man ist Finstergeist, ja, und da verliert man sowas nicht. So, dann gehen wir doch wieder hoch, den machen wir jetzt locker flockig. Mann, 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 hier, Glumort, was ist los mit dir? Jesus Maria, ja. Nix für Mann, als große Verbrennung. Wir gehen da einfach rein ins Gefecht. Und dann fliegt der Hanswurst da weg. Ja, ist doch kein Thema. Lassen uns doch hier von so einem Lordreck da nicht verarschen. Ja. Ihr habt ja auch gesehen, das Blitzspeer, das hat ihm ja schon gut zugesetzt. Wenn wir den da jetzt noch ein paar Mal verbrennen, ja, dann geht das, dann sollte es relativ fix gehen. Das ist so ein bisschen, das ist heute mal ein bisschen so, mal learning by doing. Ne? So, Uhrzeigersinn geht so. Ich könnte mich natürlich da auch parken, ja, jetzt eine Pause machen und ganz entspannt warten, bis irgendeiner Bock hat, mir zu helfen. Aber nee, ich clear das jetzt mal bis zum Boss soweit selber. Habe ich auch mal Bock drauf. Ja. Und da es immer wieder ein bisschen Punkte gibt, ja, laufen wir jetzt einfach hier hoch und nehmen mal die ganzen, die Steinriesen hier vorne mal mit weg. Ja. Wir können uns, oder folgendes, wir legen uns mal den Orkapfel da rein. Und dann können wir, sobald wir ihn benutzen können, sehen wir es dann. Hm? Das ist doch eine super Idee. So, hier spurten wir jetzt einfach eine Runde die... Boah, aber diesmal, also diesmal ist da eine schnell, ne? Boah, aber wie? So, jetzt machen wir einfach hier den hier, zack. Haha, und tschüss. Oh je, kann er mich jetzt noch töten? Ah, oh, bloß nicht. Ja, so, es klappt. Oh, geil. Man muss auch einfach manchmal ein paar Sachen einfach probieren an dem Spiel. Ne? Man muss einfach mal gucken, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt das mache. Ja? Wie bekloppt ist eigentlich die Aktion? Die war super bekloppt. Guckt euch das an. Ja? Seht ihr das? Ich habe überhaupt kein Leben da oben. Ja? So, liebe Kinder, nicht machen. Ja? Gott, oh Gott, ja. Super geil. Keine Menschlichkeit, nix. Ja? Kann nichts futtern. Irgendeine andere Idee? Natürlich, Mann. Ja, Leute, sag doch was. Hier, zack. Das geht immer. Seid mir echt nicht böse, wenn ihr euch die Folge anguckt. Ja, das war wieder so eine. Ja, da könnte ich mich eigentlich nur wegschmeißen, ja. Okay, komm, Lautreck. Schnuckiputz. Wie gesagt, ich konzentriere mich jetzt nur auf ihn. Ja, ja, schon klar. Also, er ist ja immer so freundlich, da kommt er gleich immer an. Okay, das ist ein bisschen hart jetzt. Ach, gib mir eine Chance, Jungs. Der eine ist schon mal tot. Nein, du! Wie viel hat er gehabt? Das war nicht viel, oder? Der leuchtet doch schon. Vielleicht wäre Wegrennen, Heilen nochmal ganz cool gewesen, ne? Ja, mit Verbrennung geht das schon. Ach, das ist das letzte Mal, dass ich diese Quest mache. Die habe ich ja echt nur gemacht, damit ihr sie mal seht. Ja, die ist Blödsinn. Das nächste Mal töte ich den. Ja, das ist einfach so, ja. Weil das, was man haben will, ja, das ist der Ring, den kriegt man auch vorher, ja, wenn man ihn im Feuerbandschrein killt. Hierher kommt man halt nur, um jetzt, sag ich mal, eine ganz besondere, spezielle Quest zu machen, um es mal gesehen zu haben. Ja. Aber ich brauche das nicht. Weil die Rüstung, die der anhat, droppt er dann auch, also beziehungsweise man kann die dann looten später, hier in der Gegend. Ja. Aus meiner Sicht aber, wie gesagt, sie taugt halt nichts. Ja. Ich meine, wenn man diese Riesenrüstung machen kann, beziehungsweise kaufen und upgraden kann hier beim Schmied. Es gibt sowieso nichts Besseres. Ja, abgesehen jetzt halt von der Kombination Habel mit vielleicht Steinstulpen, obwohl, nee, das ist zu schwer. Habel mit, was könnte man nehmen, was wäre noch gut? Keine Ahnung, Habel Beine, Habel Arme
Und dann irgendwas locker flockiges auf die Brust. Ja. Und einer der optionalen Masken, die man noch kriegt. Also bis jetzt haben wir ja die des Sprösslings. Ja. Es gibt noch die der Mutter und die des Vaters. Und dann kann man das ganz gut kombinieren. So, okay, wir latschen nochmal hoch. Was bleibt uns auch anderes übrig? Wir räumen jetzt mal die zwei Riesen hier weg. Die stören nämlich nur. So, den ersten kitzeln wir mal hervor. Weil irgendwie wieder mit halbem Leben da reinrennen, was soll denn das? Ne? Auch wenn wir uns heilen können. Och, hier, Vater. Och, sag mal. Also manchmal, ne? Ja, natürlich. Durch die Beine gestochen. Jetzt kommen sie beide. Guckt euch das an. Ja. Ja! Ihr könnt mich mal, Mann. Ja. Ach, jetzt, komm. Oh! Oh. So, hoch da. Kurz was saufen. So, und reinbeschwören. Schauen wir das noch. Ich hätte noch 4 Minuten, da wäre es wieder eine runde Sache. Ja, dann hätte man irgendwie 3 Viertelstunden aufgenommen. Wobei ihr euch das hier natürlich 8 Mal angucken müsst. Vielleicht schneide ich es auch einfach raus. Ja, keine Ahnung. Ja, okay. Wir gehen nochmal rein. Konzentrieren uns auf die Verbrennung. Heilen können wir uns sowieso nicht. Wenn wir Heilung bräuchten, wechseln wir schnell. Wir können natürlich auch ein bisschen erstmal mit dem Chaosfeuerball rumhantieren. Vielleicht können wir erstmal den Magier vor allem erstmal wegkriegen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Weil der nervt schon. Ja, so, komm. So, ein bisschen was an Schaden haben wir herausgeballert. Ach, also dieses Zeug, das tut immer weh. Ach, wählen ab und weg. Uiuiui, das war knapp. So, komm her. Ja, down ist er, ne? Das hat auch funktioniert. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Die anderen zwei habe ich auch noch gemacht. Ob das jetzt noch was hilft, keine Ahnung. Andenken der Vergeltung, das ist ein neues Item, was wir uns merken können. Damit steigert man seinen Rang bei Finstermond. Ne? Tut mir jetzt echt leid, dass es 3 Versuche gebraucht hat, aber so ist es halt manchmal. Ne? So, da haben wir es. 5 Menschlichkeit. Yippie! Ich habe wieder Menschlichkeit. Schutz, Ring der Gunst. Supergeiles Teil. Das werden wir im späteren Verlauf auf jeden Fall immer wieder tragen. Und da haben wir eine Feuerhüterseele. Und zwar genau die Feuerhüterseele, die wir dann auch brauchen, um unser Mädchen wiederzubeleben. So, der Bengel ist tot. Das heißt, wir sind fit für den Boss. Ja. Wir haben 20 Flakons, das ist eine coole Sache. Wir haben 5 Heilungen, es ist eigentlich alles drauf, was man so braucht, um jetzt hier im Koop ganz cool was zu starten. Ja? Das heißt, ich werde jetzt genau hier ausloggen und werde mich ein bisschen entspannen, ja? Und werde dann mal gucken, ob irgendjemand Zeit hat, Lust hat, ja? Das noch mitzumachen. Ja? Vielleicht mache ich das auch erst die Tage. Ja? Weil ich habe echt wieder einiges aufgenommen. Ja, das ist Anor Londo. Da vorne ist nur noch der Boss. Wir brauchen also nur noch ein paar Leute, die Koop mitmachen wollen. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, das kann man selber prüfen. Kann man hier sogar schon ein weißes Symbol setzen. Gucken wir mal. Ja, das geht. Das heißt also, ich könnte jedem Koop-Partner erklären, bitte hier setzen. Dann kann ich die hier direkt einladen. Also, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Sonntag noch und vielleicht nochmal bis später. Ciao.